God, Mr. Stumpy! The secret ingredient for my super feather potion! I'll fly real high in the clouds so I can find my mommy and daddy. And we'll all live happily ever after. Like in the stories. Doesn't that sound great? You're so funny when you don't say anything. What's going on? Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für die 9. Zurück bei Let's Play Again. Freedom Planet 1 für Nintendo Switch und... die redet mit einem Baumstumpf. Oh. Hat ein Gesicht draufgemalt und redet mit ihm und ein Flugtrank, um mit ihren Eltern in den Himmel... um in den Himmel zu fliegen, um ihre Eltern zu finden? Und was? Die Karte habe ich doch gar nicht? Euer Ernst? Warte mal... Wenn ihre Eltern im Himmel, heißt das... Oh, ich hoffe nicht, dass ihre Eltern tot sind. Moment, seit wann braucht er jetzt 3 Treffer? Der andere hat vor... ist noch mit 2 Treffern down gegangen. Oder ist es jetzt, nein, es ist immer noch dasselbe Relic Maze, ne? Die Karte bleibt natürlich gespeichert, die habe ich hiermit bereits mit Carol gesammelt. Mit Lilac wäre das noch einfacher gewesen, aber ja. Habe ich ja übersehen mit ihr. Was soll's. Dieser Feuerspucker. Und hier mein Extra Life. Dass ich jetzt auch, oh, was? Hä? Wie soll ich denn hierhin gelangen? Gibt es einen Schalter? Oder geht es... Was? Die Karte habe ich auch noch gar nicht? Ja, moin! Wie viele Karten habe ich eigentlich übersehen? Und ja, ich habe auch festgestellt, ich habe das Achievement Card Collector von Aquatunnel bekommen. Das bedeutet, ich habe alle Karten gesammelt, aber ich habe doch eine übersehen. Oder habe ich mich da verguckt? Also, übersehen, ich habe sie verpasst. Sagen wir es mal so. So, das Geröll kann man damit auch abwehren. Ja, aber dabei nicht zu nahe kommen. Oh, das hat ihn zerfetzt. So. Gehen wir erstmal wieder oben lang. So. Der schöne Flattersprung. Na, Aquatunnel habe ich auch ganz schön gestruggelt. Aber gut, ich habe auch selbst jetzt nicht gecheckt, wie ich den Boss am besten bekämpfe. Beziehungsweise generell. Im Level. Da könnte man eigentlich graben, aber... Weg mit dir! Flattervieh. Diese, ihr wisst schon was, Fledermäuse. Aber ich nenne sie lieber, möchte gern Flap-Flaps. Ich meine, Fledermäuse an sich, die mag ich. Die sind auch eigentlich ganz cute. Ich meine, die sehen auch, die haben auch eher den Kopf eines Hundes. Wenn man sie genauer betrachtet. Na komm her, du. Perfekt. Ich liebe es, wie einfach jemand bekämpfen kann. So. Aber wirklich, ich habe
Ich hab wirklich bei Aquatunnel tatsächlich alle Karten zusammenbekommen, wie es scheint. Dabei ist mir doch von Miniboss habe ich doch tatsächlich gesehen, dass da noch eine wäre und die habe ich ja verpasst. Ich weiß nicht, wie das läuft. Vielleicht war das keine Karte und ich muss mir nochmal das Footage angucken, weil im Augenblick habe ich jetzt gerade eine Aufnahmesession, weshalb ich das nicht weiß und ja, ihr werdet es mir sicher in den Kommis posten, ihr werdet das natürlich gesehen haben, was das jetzt wirklich war. Aber ich werde dann erst oder wahrscheinlich gar nicht mehr darauf reagieren, weil ich jetzt gucke, dass ich Freedom Plant vorher fertig aufnehme. Da ist noch so ein Flattervieh. So ein Möchtegern Flap Flap. Die wollen es echt alle wissen. So, die Bonusmünze muss ich dafür auch noch finden, um diese ganzen Kugeln ausgeben zu können. So. Und wir können weiter. Das ist jetzt kein Problem mehr, da wir das ja bereits zum dritten Mal machen hier. So. Zeit weiterzugehen. Oh. Ja, stimmt, da wäre eigentlich der Miniboss, aber wir gehen gleich abwärts. Eine ganz andere Route. Und wir benutzen gleich hier eine Lore, hä? Huh? Hohoho, hey, das ist cool! Die steuert man natürlich nur mit dem Steuerkreuz nach rechts oder links. Also, das finde ich echt geil. Warte, warte, warte mal. Kann ich da noch drunter irgendwie? Könnte ich. Dazu müsste ich ja abspringen. Fall ich da durch? Nö. Hä? Aber wie komme ich denn da hin? Okay, hier müsste ich einfach nochmal das Knöpfchen drücken. Aber... Dazu muss ich auch gleichzeitig wieder unten sein. Vielleicht gibt es auch einen Weg wieder zurück. Ah ja, okay, okay, okay. Das ist ja auch der... Das ist ja auch der Weg, der gegangen werden muss. Hab schon verstanden. Ja, mit Mila haben wir wirklich deutlich mehr exklusive Path, also Pfade als sonst. Das finde ich gut. Und ja, da ist auch eine exklusive Karte. Deswegen muss man auch mit allen Charakteren durchspielen, überhaupt die 100% erfüllen zu können. Oder zumindest entweder mit Lilac oder Carol und Mila. Mila zusätzlich zu einem der beiden, jedenfalls, muss gespielt werden. Ja, hier gibt es natürlich keinen Miniboss. Da komme ich jetzt nicht hoch. Jedenfalls noch nicht. Ja, das war eine Carol-Stelle. Oh! Ah. Oh, verdammt, das geht da. Das geht auch nach unten. Ah, shit. Oh, oh, oh. Aufpassen. So, jetzt war. Jetzt gibt er Ruhe. Oh ja. Gut, dass ich ihn bekämpft habe. Jetzt konnte ich wenigstens wieder Heilung zurückgewinnen. Nein. Oh Mann. Zerquetschungshude. Oh Mann!
Ich kann das nicht fassen. Als ob. Aber ob ich wieder auf so eine lame Art und Weise so wieder sterben muss. What the hell? Sowas kann auch nur mir passieren. Ne? Sowas kommt auch nur von mir. Oh Mann. Jetzt der wieder. So. Jetzt bekomme ich höchstens das Leben wieder zurück. Auf einmal bleiben die, brauchen die wieder mehr Treffer. Was zum Teufel? So. Jetzt so. Ah! Damit hätte ich wahrscheinlich auch das extra Leben, das eine freilegen können im ersten Act. Naja. Kannst du machen. Nix, musst du gucken zu! Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Muss ich zugeben. Ah, das genauso. Wow. Nicht nochmal berühren, bitte. So, immerhin ein gratis extra Leben. Dass ich da festhängen musste. Ah, da komme ich nicht hoch. Oh, Moment. Da gibt's ein. Ja, okay. Das Trampolin führt nur. Sorgt nur dafür, dass man wieder so. Ja. Oh. Das Schild wird von Gegnern. Ah, das wehrt sogar gegnerische Abwürfe ab. Das finde ich interessant. Schon sagen, ist da noch eine Karte unten? So. Wir müssen da sowieso runter. Wir könnten auch hier lang. Oh nee. Ach, jetzt komme ich da nicht mehr hin. Na toll. Oh! Da ist noch eine Spitzhacke. Und ein Flammenwerfer. Bam! Da kommt eine volle Breitseite. Oh. Hm, so. Ich sehe schon, also, dass mein Schild hat als Doppeltreffer gezählt. Wenn ich näher nah genug dran bin wie ein Gegner. So läuft das. Zu viele von euch Flap-Flaps. Verpieselt euch. So. Ich würde sagen, wir gehen erstmals wieder nach links. Das ist eigentlich wirklich easy peasy, wenn schon die Gegner vorher erledigt werden. Das ist schon ein bisschen lame. So, den Flattersprung können wir hier ein bisschen abkürzen. Oh. Und das wär's.
Hätte aber auch beinahe schief gehen können. So, und auch hier wieder. Na, was ist? Versuch mich zu treffen. Oh. Was für ein Depp. So. Dann mal weiter im Programm. Müssen wir noch das Ende erreichen hier. Ich glaube, wir stehen eh schon bald vor dem Boss. Bam. Ja, Spade kommt in der Zwischenzeit hier mit den Königstern davon. Und wir müssen uns hier damit anlegen. Ja. Komm her. Schnapp schon zu. Bam. So. Ja, mit Miele ist eigentlich... Oh, was zum... Okay, wir können auch das hier verwenden, wenn wir wollen. So. Oh shit. Ja, so viel zum Thema. Mit Miele wird das sehr einfach. Alter. Weg mal mit dem Ärmchen hier. So, diesmal nicht. Okay, noch zwei Phasen. Aua! Gib mir die Heilung hier. Ach, come on. Yay! Was soll das? Oh Mann. Nein, sag mir nicht, dass ich jetzt... Oh! Ich sterbe bei ihm, das kann nicht wahr sein! Oh, nee! Nicht euer Ernst! Der Boss hat mich gekillt! Ich habe einfach nicht gut genug gezielt! Okay, das war nice. Oh. Das könnte sich zum Problem entwickeln, dieser Angriff. Wow. Das ist echt ein problematischer Angriff. Ach komm jetzt, hör auf damit!
Heilige Scheiße. Shit. Ach. Das darf nicht wahr sein. So ein Boss. Mit Mila. Verkacken. Oh, Vorsicht. Bin ich schon wieder mit weniger Energie reingehen. Das darf aber nicht wahr sein, ey. Dass ich da jetzt Probleme bei solch einem Boss habe mit Mila? Oh, das war knapp. Vorsicht. Ai. Jetzt, come on! Lass dich nicht immer so billig treffen! Oh shit. Los, schaff doch endlich den Würfel! Okay. Wenn ich mich nicht bewege, dann kann ich auch nicht getroffen werden davon. Oh je. Komm her, du. So, letzte Phase und jetzt aber wird es was. Oh, Vorsicht. Okay. Vorsicht. Bam. Komm schon jetzt. Arm ab. Verdammt. Alter. Jetzt aber. Oh nein. Der darf mich jetzt nicht auch noch zu Tode beißen. Oh. Und Tschüsskowski. Lass ich nie wieder blicken. Ja, du bist ein Superhündin. Das stimmt. Oh je. Aber es hätte besser laufen können. Oh je. Raus da! Alles stürzt ein! Superschild-Knall-Finish. Okay. Hatte ich das Achievement noch gar nicht? Ah ja, stimmt, weil ich habe den Gegner die ganze Zeit mit Bomben beworfen.